Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Retro Shuffle. Heute spielen wir ein NES-Spiel mit dem Namen Euphoria The Saga von Sunsoft aus dem Jahre 1991, lizenziert von Nintendo. Das mir relativ laut auf die Ohren ist gerade, deswegen meinte mir das für mich ein bisschen leise. Gerade für ein NES einen ganz knackigen Sound irgendwie. Knackig und prall. Okay, legen wir vor, ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Außer, dass es ein Jump'n'Run sein muss, so sah zumindest ein Screenshot davon aus. Wo bin ich? Freon, Gil, Shades, wo seid ihr? Oh, ein Jump'n'Run, was sehr, sehr schwammig ist. Gegner töten mit auf sie drauf springen ist nicht. Alles klar. Ein Jump'n'Run, wo man nach links laufen kann. Alles klar. Okay, wir sollen nach rechts laufen, hat uns der Pfeil gesagt. Und die komischen... Was waren das für Dinger? Waren das... Das waren doch... Wow! Und nicht etwa... Ohohoho. Schaut es euch nochmal genau an, was das ist. Kein Kommentar dazu. Das spielt sich unglaublich... Unglaublich schwammig. Ich muss mal meinen Controller dazu zeigen. Okay, wahrscheinlich... Oh, lol. Lol! Steh wieder auf! Was machst du? Erstmal eine Runde robben. So, lol. Man sieht's nicht, aber es fühlt sich fucking schwammig an, ey. Wow, 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 wow. Okay, ich nehme mal an, Dude kann nicht schwimmen. Doch. Sowas ähnliches wie schwimmen kann er. Zumindest ertrinkt er nicht. Und wenn man nach unten drückt. Wow! So. Oh mein Gott! Ziehen wir uns erstmal einen Sabberfaden hoch von einer blauen komischen Dingsbums. Kein Problem. Denn das ist Ufotopia. Oh, guck mal. What the fuck? Was scheißt der Vogel? 16 Tonnen? I must be in another world. I have to find all my friends. I have to find. Kommt von Finte. Oh, eine Schatztruhe. Yes, the magic things. You have found the crystal. Select the crystal on the subscreen to see the password. This is select. This is the password. Alles klar. Wir haben noch 8 Leben. Players select. Drück select, um wieder rauszukommen. Alles klar, ein bisschen umständlich, kann man mal machen. Das ist wieder der 16-Tonnen-Vogel, Alter. Ja, cool, wenn man hier irgendwie sich verteidigen könnte, anstatt immer nur warten zu müssen auf diese dummen Kackviecher. Doing, 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 doing. Sprung. Doing, 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 Sprung. Könntest du jetzt bitte Platz machen? Boah, das sind wie die Omis auf dem Weihnachtsmarkt. Wobei, nee, auf dem Weihnachtsmarkt sind es alle. Okay, wir sind ja anscheinend noch etwas... Wow! Zu früh. Wow! Früh. Der 16-Tonnen-Vogel! Toing! Ja, es ist eine 16-Tonnen-Bombe wahrscheinlich, die er kackt. Okay. Aber nett, dass uns der Pfeil sagt, hier darfst du eigentlich noch gar nicht hin. Warum kommt mich dann da... Hä? Dann spiel das Spiel halt von alleine, wenn du mir nicht sagen willst, wo ich eigentlich dann lang muss stattdessen. Toink, Junge. Sommerfarben, Dude. Kommen wir mal hier rein. Ach, hier dürfen wir... Okay, hier dürfen wir rein. Hä? Wow. Wow. Das kostet gleich 2 Energiepunkte. Au, das ist gar nicht, das sind gar nicht unsere Leben.
Das ist unsere einfache Energie fucking... Ah, shit! Boah! Fuck you! Jetzt machen wir so hier. War ja aggressiv! Was ein Spiel, Alter. Was ein Spiel. Bis jetzt nicht zu empfehlen. Okay. Da ist irgendwas, was wehtun könnte. Ah, ne. Das war einfach nur Screen Run. Ein Screen Run. Hab ich ja irgendwas verpasst, wo man schießen kann? Das NES hat nicht so viele Knöpfe. Jetzt sind wir auch noch bei einem Boss, wo wir nichts machen können, weil wir nichts zum Verteidigen haben. I'm so glad to have found you, Freon. Where are our other friends? Achso, das hat unser Charakter gesagt. Where are our friends? Jetzt kommt der Böse. Who are you? Prepare to defend yourself. Was ist das? Der wirft einfach das Ding. Ach so, wir können Klamotten aufheben. Eben. Kriegst du was vom Kopf, Junge? Das ist doch scheiße. Pam, Junge. Nein, 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 nein. Ja, irgendwie haben wir nicht getroffen. Jetzt heb die Scheiße auf und wirf! Boah! Okay. Warum machen wir dem eigentlich keinen Schaden, wenn er uns gegen uns dran läuft? Okay, okay, alles klar. Trotzdem ist er absolut nicht empfehlenswert. Warum zeigt er auch seinen Hintern? Aua, 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 ich hab Pupu gemacht! Do you remember me now? Your name is Freon Leon, and you can swim on the water and walk through snow and ice. Yes, I remember you. Thank you for restoring my memory. I don't know what happened to me. Hey. Grind, 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 grind. Sauberfaden, Dude. Oh, ich will jetzt wissen, wie der Game Over Screen aussieht. Okay, ohne Energie ist auch gut. Alles klar. Wo war jetzt hier das Eis? Das war da hinten, ne? Ach was, der kann jetzt einfach... Der kann auf Leute draufspringen, aber der andere tut nicht. Oder wie, oder was, oder wer, und warum. Nee, also das kann man nicht, alles klar. Aua, mein Schwanz. Hä? Also, es gibt Gegner, auf die kann man draufspringen, es gibt Gegner, auf die kann man nicht draufspringen. Okay, das hier ist offensichtlich ein Gegner. Geschnitt. Aber man kann doch nach unten drücken im Sprung und dann macht er so eine Grimasse und dann kann man anscheinend. Dann kann man Gegner kaputt machen oder was? Boah. Fuck you. Guck mal, was ich habe. Das ist mein neues Spielzeug. Damit kann ich werfen. Toink. Ups. You can swim through water. Pam. Pam. Man kann rutschen.
wenn man was in der Hand hält und im Laufen nach unten drückt. Ich bin eine Robbe. Okay, das hätte ja sein können, dass wenn man nach unten drückt, den Gegner einfach auch so dann umrennen kann. Was ist denn das für ein Feature jetzt? Das verstehe ich nicht. Ich zeige es euch nochmal, weil es so toll ist. Oh. Okay, dann lass den Sauberfaden halt hochrennen. So. Nimm mal den grünen Dude da. Kaputt. Tuten. Ey. Ey. Oh, das ist unglaublich schwer auch noch. So, jetzt habe ich was in der Hand. Jetzt. Oh, laufen und dann nach unten drücken. Achtung. Inkredibel. Haben wir unseren anderen Dude eigentlich noch am Start? Jawohl. Also im Prinzip kann man die ganze Zeit nach unten zur Seite drücken. Dann können einem die Gegner vielleicht gar nicht mal was anhaben. Ach guck mal, der läuft schneller auf Eis als auf Trocken. Okay, jetzt macht das Spiel völlig mehr Sinn. Nach unten. Da ist ein Froschdut. Alter, ich bin eine Robbe. Was ist das für einer? Mach's gut. Mach's gut, Dude. Ah, das hat ein bisschen was von Metroid. Hui! Hui! Wow. Nein, nicht nach oben! Was ist das für ein Frosch, Alter? Doch. War ganz gut. Map! Ich nehme an, dass es Map heißt. You have found the map! To view the map, select it on the subscreen. Okay, wir gucken uns jetzt die Map an. Ich habe keinen Bock mehr auf das Spiel. Das sieht aus wie bei Digimon Staffel 2. Das sind die schwarzen Türme! Und der andere da. Ich zeige euch mal noch das Passwort, falls ihr an dieser Stelle weiterspielen wollt. Macht's gut, bis zur nächsten Runde Retro-Staffel. Bis dahin und tschaußen. Mann, ey, ist das ein Spiel. Crazy, ich gucke jetzt trotzdem nochmal da runter. Los, raus hier. Hui! Mach ein ernstes Gesicht dabei. Hui! Vor allem der mit der Mütze kann nicht ins Eis. Weil der ist zu doof. Das muss schon der rote Dino machen, der eigentlich Feuer spucken müsste, weil er aussieht wie ein Dino, der Feuer spuckt. Mann, was ist das für ein Block? Ja, komm, lass mich einfach vorbei. Wow. Okay. Das war echt.